Ah, du schon wieder. Lord Pappnase. Knapp zwei Monate nach dem Release des Gothic 1 Switch Ports bekommen wir schon den zweiten Teil für die portable Konsole spendiert. Dieser schlägt wieder mit 30 Euro zu Buche und ob sich das lohnt, erfahrt ihr in diesem Video. Bei der Steuerung hat sich seit dem ersten Teil nicht viel getan, was aber in vielen Aspekten gar nicht nötig war. Nach wie vor steuert ihr wahlweise mit dem linken Stick oder Steuerkreuz und schaut euch mit dem rechten Stick um. Seitwärtsschritte sind leider auch immer noch nur im Kampfmodus verfügbar. Ich verstehe hier nicht, wieso man das nicht alternativ über das Steuerkreuz anbietet, aber egal. Auf den oberen Schultertasten liegen das Quick-Menü für zum Beispiel Tränke, die ihr in einen der vier Slots legen könnt. Außerdem die Schnellspeicher- und Ladenfunktion. Auf den hinteren Schultertasten werden die angelegten Waffen gezogen. Hier nochmal die Komplettübersicht der Tasten. Auch nochmal der Tipp aus meinem Video zu Gothic 1: Bewegt euch mit dem Digi-Kreuz und nutzt den rechten Stick, um euch durch die Welt zu bewegen. Dann spielt sich das fast so wie auf dem PC mit Maus und Tastatur. Also alles wie gehabt. Etwas Neues gibt es dann aber doch, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Die schon im ersten Teil beschriebene Lock-Funktion, die übrigens bis heute nicht funktioniert, klappt im zweiten Teil richtig gut. Der gelockte Gegner bleibt auch in größeren Gruppen anvisiert und man wechselt nicht wie zuvor durch die Gegner durch, je nachdem in welche Richtung man schaut. Richtig gut wäre noch, wenn man den gelockten Gegner irgendwie durchschalten könnte, wie zum Beispiel in Dark Souls, was Stand jetzt aber noch nicht geht. Ein Problem, welches im zweiten Teil hinzukommt, ist der merkwürdig belegte Rückwärtsschritt. Dazu muss ich kurz etwas ausholen. In der PC-Version von Gothic 2 gab es gegenüber dem ersten Teil die Mechanik, dass beim Rückwärtslaufen mit gezogener Waffe der namenlose Held automatisch ankommenden Schaden blockt bzw. abwehrt. Auf der Switch war ich erstmal verwirrt, da der Held hier einfach nur zurückläuft, ohne etwas vom Schaden zu absorbieren. Was nicht erklärt wird, ist, dass man gleichzeitig die Sprungtaste drücken muss, um den Abwehrschritt zu nutzen. Das führt natürlich dazu, dass in der Hektik des Kampfes der Held gerne mal einen Sprung nach vorne macht, statt zu blocken. Auch die Bewegungssteuerung mit den Joy-Cons ist wieder an Bord, aber mehr als ein nettes Gimmick ist dies wieder nicht. Zum einen ist sie sehr ungenau, da Gothic doch sehr clunky ist. Hier mein Versuch, einen Kampf gegen zwei Banditen zu gewinnen. Zum anderen funktioniert die Bewegungssteuerung nur im Nahkampf, bedeutet Fernkampf wie Bogen oder Magie sind außen vor, die je nach Spielweise aber einen recht großen Anteil am Gameplay haben. Schade. Leider kein neuer Challenge Run für euch. Das Menü ist dabei inhaltsgleich zum ersten Teil und fügt sich gut in die Controllerbelegung ein und entspricht ebenfalls 1:1 dem Gothic 1 Port mit den Kategorien für Items. Einzig das Zwischenhandelsmenü für das Tauschen fällt weg, da Gegenstände ja direkt in Gold umgewandelt werden. Wir haben im Stream auch relativ schnell einen lustigen Glitch gefunden, bei dem man Waffen immer wieder verdoppeln kann. Waffe anlegen, eine weitere vom Stapel nehmen, ausgerüstete Waffe ablegen, Waffe vom größeren Stapel anlegen und zack, verdoppelt. Wundert euch also nicht im Video über die enorme Goldmenge, damit konnte ich nämlich auch sehr gut alle Händler leer kaufen, um eben möglichst viel für euch zu testen und auszuprobieren. Bezüglich der Neuerungen und der Bugfixes hat THQ Nordic auch einen Changelog bereitgestellt, auf den ich mich hier mal bewusst nicht beziehe, da dort aufgelistete, gefixte Bugs teilweise immer noch auftauchen. Somit kann ich nicht richtig einschätzen, wie akkurat die Liste ist. Ich habe dabei die Version 1.0.1, also mit Day One Patch, gespielt. Neues gibt es auch, zum einen könnt ihr im Menü zwischen Performance Mode und Quality Mode hin und her switchen. Dabei hat der Quality Mode schöne Schatten- und Lichteffekte, die diesmal nicht wie im ersten Teil fehlen, obwohl sie im Trailer enthalten waren. Eine weitere Option wartet auf euch bei Truhen. Dort könnt ihr die Kombination der Schlösser zufällig würfeln lassen, das geht sogar über verschiedene Schwierigkeitsgrade, je nachdem wie lustig man ist. Aber natürlich gibt es auch in-game einige Neuerungen. Das Intro ist zum Beispiel neu gemacht worden und sieht richtig gut aus. Der alte Crack hat einen, meiner Meinung nach, besseren Bart bekommen, der besser zu einem Freibeuter der Meere passt.
neue Animationen beim Treffen mit den Suchenden und auch solch grobe Fehler wie die fehlende Unverwundbarkeit des Feuerdrachen wurden beseitigt. Oh, schaut mal, ein Elefant im Raum. Na, wo kommt der denn her? Lasst mich, bevor wir zu den Problemen und Bugs kommen, kurz noch meine ursprüngliche Erwartungshaltung an den Port erklären. Bei einem Spielerelease spielen vor allem zwei Aspekte für mich mit. Zum einen erwarte ich beim Erscheinen eines Spiels, dass es reibungslos läuft und ich ohne größere Abstürze, Speicherprobleme oder sonstige Bugs auskomme. Immerhin zahle ich ja auch gutes Geld dafür. Als Beispiel hatte ich kürzlich Alan Wake 2 beendet und bis auf wenige Ruckler und einige plötzliche japanische Dialoge lief das Spiel wie am Schnürchen. Gerade bei Konsolentiteln erwarte ich es noch mehr, dass es vernünftig läuft, da ein unkompliziertes Spielerlebnis das Hauptargument für eine Konsole ist. Zumindest für mich. Cartridge einlegen, loslegen, spielen. Da lasse ich mir gerade noch so einen Day-One-Patch gefallen, auch wenn das den physischen Datenträger quasi wertlos macht. Bei einem PC-Release verstehe ich, dass es einfach zu viele verschiedene Konfigurationen gibt, die ein Spiel beeinflussen können. Aber so wie Gothic 2 für die Konsolen mal wieder released wurde, steht's mir einfach unterkante Oberlippe. Falls ihr im Switch-Port Spaß hattet, will ich euch den ja auch gar nicht nehmen. Ich bin sogar eher neidisch auf euch, dass es euch so ergeht. Ich möchte meinen Zuschauern aber trotzdem zeigen, was mir beim Spielen alles so passiert ist, um ein Bild davon zu bekommen, was ich so erlebt habe. Ich baue hier wieder eine lustige Montage mit Musik, auch wenn es eigentlich nicht mehr zum Lachen ist. Los geht's! Nach wie vor crasht das Spiel ohne Vorwarnung. Insgesamt hatte ich beim einmaligen Durchspielen so etwa ein Dutzend Abstürze. Für die Jüngeren, ein Dutzend sind 12 Stück. Das ist viel zu viel. Falls man nach dem Quicksave zu schnell nochmal manuell speichert, mit zu schnell meine ich ein etwa 10 Sekunden Zeitfenster, ist der angelegte Speicherstand defekt. Wer macht das denn, werdet ihr fragen? Naja, ich mache das generell. Wenn mir eine Idee kommt, die ich ausprobieren möchte, lege ich gern mehrere Speicherstände an und bin damit bestimmt nicht alleine. Wenn man nach dem Speichern das Inventar nicht öffnet, erkennen NPCs oft nicht, dass man Gold dabei hat, was zu solchen Situationen führt. Das ist dementsprechend blöd, da das manche Quests ruinieren kann und den Spieler verwirren sowieso. NPCs greifen nicht mehr zu Fernkampfwaffen. Wenn es die Gegner nicht tun, eigentlich sehr gut, macht das Spiel um einiges einfacher. Für befreundete NPCs echt schlecht, weil die gehen dann direkt drauf. Ah, Fernkampf, gutes Stichwort, Drachen. Ihr wisst schon, die Bosse in Gothic 2 greifen nun auch im Fernkampf nicht mehr an. Zugegebenermaßen war deren KI schon im PC-Port nicht besonders gut, aber das hier ist ein ganz neues Level. Führt natürlich auch dazu, dass sie ausschließlich den Nahkampfangriff können und ausführen, was wiederum den Nahkampf gegen sie unfassbar nervig macht. Aber selbst daran haben die Entwickler natürlich gedacht. Drachen greifen nämlich nun keine Tierverwandlung mehr an. Mann, sind das solche Füchse! Was? Das ist eine Katastrophe! Das Handelssystem ist mit der Funktion Gegenstände in 10er und 100er Schritten zu verkaufen komplett kaputt. Wir haben hierzu einen Experten eingeladen. Ja, herzlich willkommen zu Mathematik für Gothic-Spieler. Wir haben hier auch schon mal ein schönes Rechenbeispiel vorbereitet. Wir befinden uns gerade im Handelsmenü mit dem sogenannten Martin und wollen anhand der Pfeile mal ein kleines Rechenbeispiel machen. Bei den Pfeilen gestaltet es sich so, dass das Rechenbeispiel noch relativ einfach ist. Ein Pfeil kostet nämlich ein Goldstück, wie man unten erkennen kann. Dabei fangen wir jetzt auch mal mit den Basics an. Wir verkaufen einen Pfeil und bekommen dafür natürlich ein Goldstück. So ist es auch, wenn wir einen Pfeil zurückkaufen möchten, kostet uns das natürlich auch ein Goldstück. Nun wird es aber kompliziert für den Gothic-Spieler, aber dafür bin ich ja als Experte für Mathematik für Sie da. Wir wollen nun nämlich in 100er Schritten diese Pfeile verkaufen oder auch später wieder erkaufen. Gehen wir nun hin, ihr habt es sicher schon ausgerechnet und wollen 100 Pfeile auf einmal verkaufen, dann bekommen wir selbstverständlich
2 Goldstücke. Richtig, sehr gut aufgepasst. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, wenn wir 100 Pfeile kaufen, kostet uns das natürlich 101 Goldstücke. Gar nicht mal so schwierig von der mathematischen Logik her. Der Händler will uns, glaube ich, einfach übers Ohr hauen. Was nun aber passiert, wenn wir erneut 100 Pfeile kaufen, könnt ihr euch natürlich denken, kostet uns das wieder 101 Goldstücke. Kaufen wir nun aber auch die letzten Pfeile leer, wird's nochmal etwas teurer, denn wir kaufen automatisch den Gegenstand rechts von den Pfeilen mit und ich denke, das ist ein sehr gutes Geschäft für den Händler. Da habt ihr gesehen, wie er plötzlich ein Schwert weniger hat. Das passiert auch generell, wenn man das bei anderen Gegenständen macht. Schaut mal ganz genau hin. Die FPS ist beim Einsatz von Zaubern eine Katastrophe. Wenn man Magier spielen sollte, hat man also vermutlich deutlich weniger Spaß. Die Soundeffekte und Dialoge sind wahnsinnig schlecht abgemischt und oft bleibt die Musik stehen, kommt dann wieder, hört wieder auf, kommt wieder. Dasselbe gilt für den Regen und andere Sounds. Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Feuerregenzauber an bestimmten Orten lässt das Spiel nachvollziehbar abstürzen. NPC und Händlerinventare sind nicht mehr getrennt, bedeutet, dass man zum Beispiel Ignaz für einige seine Spruchrollen umhauen kann. Wobei mir hier noch nicht ganz klar ist, welche Spruchrollen er dann hat und welche nicht, das ist alles ein bisschen random. Beim Bogen kann es immer noch sein, dass der Held keinen Pfeil anlegt und einfach nur rumsteht, ohne etwas zu tun. Genauso kann es passieren, dass er den Bogen wegwirft. Holy shit, ist die Weitsicht in Jaqen da gering? Das ist fast eine Unweitsicht. Irgendwann hatte ich über 600.000 Pfeile. Wie der Glitch passiert ist, weiß ich leider aktuell noch nicht. Aber wir können ja mal die 2 Crawler-Plattenrüstungen fragen. Oder die 3 Auge Innos, die sich alle aufgeladen im Inventar befinden. In Dialogen kann man weiterhin seine Waffe nicht ziehen, um sich auf den kommenden Kampf vorzubereiten. Besonders lustig fand ich das bei Attila, weil der darf das scheinbar noch. Teleportruhen werden fast immer 2-mal ausgeführt, weil ein Loslassen der Aktionstaste auch als Aktion zählt. Gegnerische Magier ziehen eine Zahl, vermutlich die Taste, auf denen der Zauber bei ihnen als NPC zugeordnet ist. Irgendwie lustig. Pedro bleibt in Kapitel 3 am Kloster stehen, ist bestimmt geil für neue Spieler, die dann aufgrund der Story komplett verwirrt sind. Dafür, dass Pedro noch da ist, fehlt bei mir dann Radames im Tempel. Naja, schade, ist ja eh nicht so ein wichtiger Story-Charakter. Entschuldigung, haben wir hier noch schöne Texturen für Drachen? 2 noch? Keine mehr? Man kann 2-Handwaffen als Einhänder führen und umgekehrt. Eigentlich auch wieder eher witzig als traurig. Was zur Hölle ist mit den Goblins los? Im ersten Teil keine Bewegung und hier drehen sie durch wie eine Nähmaschine auf Speed. Es gibt dann auch so schöne Render-Bugs wie hier beim untoten Drachen. Und bei einem anderen Spieler hat sich die Corinis World Map nach der Rückkehr von Jaqen da komplett zurückgesetzt. Das heißt, die Welt war dann wieder auf Spielstart. Und das war nur die Spitze des Eisbergs. Apropos, habt ihr schon mein Eisberg-Video gesehen? Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, die neuen Fehler aufzuschreiben und zu dokumentieren. Und auch viele Bugs aus meinem letzten Video sind wieder da. Ich habe mich aber mal auf die wirklich meiner Meinung nach wichtigen konzentriert. Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen, wie denn die relativ guten Wertungen der Presse diesmal zustande kommen. Ich habe dazu eine Theorie, diese muss nicht stimmen, aber ich möchte sie euch trotzdem als mögliche Erklärung mitgeben. Gothic ist jetzt nicht unbedingt der nächste AAA-Titel, bei dem ein Spielemagazin wie Gamers Global oder PC Games 3 Tester losschickt, um alle Spielweisen zu testen und das Spiel auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich gehe eher davon aus, dass man das einmal als einfacher Nahkämpfer durchgespielt hat und gut ist. Dabei fallen einem natürlich nicht allzu viele der benannten Fehler auf. Das soll in dem Zug auch keine Kritik an den Magazinen sein, sondern liegt einfach an dem Aspekt der Spielelandschaft und wie sie gestaltet ist. Ich fühle mich bei meiner Theorie schon etwas bestätigt, wenn ich mir die Testvideos von den Magazinen anschaue. Alle spielen die Standardklasse der Miliz und es ist fast ausschließlich Nahkampf-Gameplay zu sehen.
Gut, ich habe auch mit Miliz gespielt, aber nur weil ich nicht schon wieder auf einen Magier-Run Bock hatte. Ich denke, ihr versteht mein Argument. Ich kann leider wie das letzte Mal auch für den zweiten Teil aktuell keine Kaufempfehlung aussprechen. Und um die Frage zu beantworten, ob ich nochmal ein Update-Video zum ersten Teil mache, weil ja viele Sachen gefixt wurden. Nee.